Anzeige Hamburg. Deutsche Presseagentur LNO. Innenverteidiger James Lorenz glaubt fest an den Zweitligaverbleib des FC Pauli. Wir haben immer gesagt, dass die Resultate kommen werden. Und die letzten 5 Spiele haben das gezeigt, sagte der 28-jährige Waliser am Dienstag bei einer Online-Medienrunde. 4 der letzten 5 Partien haben die Kiezkicker gewonnen. Lorenz stand zuletzt beim 4:3 FC Heidenheim und beim 2:1 gegen den SV Sandhausen jeweils über 90 Minuten auf dem. Davor hatte er 7 Partien wegen einer hartnäckigen Wadenverletzung gefehlt. Es sei gut gewesen, einen langsameren Lorenz, es war eine Verletzung, weil der Mann sich besser fühlt, aber der Muskel noch nicht. Auch die Rückkehr von Guido Burgstaller, dem zuletzt in 5 Spielen 5 Treffer gelangen, habe der Mannschaft von Trainer Timo Schulz gut getan. Der 31-jährige Mittelstürmer sei auch als Leader wichtig, Guido gibt dem Team mehr als Tore, sagte Lorenz, der sich selber auch als Führungsspieler in der Millantor-Elf sieht. Anzeige vor dem 1. FC Nürnberg, bei dem die Hamburger am kommenden Sonntag, 3:30 Uhr Sky, antreten müssen, hat Lorenz großen Respekt. Die Franken seien besser als ihr derzeitiger 12. Tabellenplatz, sagte der 7-fache walisische National-Copyright-Symbol, Deutsche Presseagentur Infocom, Deutsche Presseagentur, 210299 367.467. Halber Homepitch FC St. Pauli. Anzeige Kader FC St. Pauli. Spielplan FC St. Pauli. Tabelle 2.